Vergangenen Samstag wurden im Plauner Stadtbad die offenen Sachsenmeisterschaften und die Sachsenmeisterschaft der Master im Finnswimming ausgetragen. Dabei schwammen und tauchten 175 Athleten aus 20 Vereinen um die begehrten Titel. Es ging über Distanzen von 50 Metern Streckentauchen bis 1500 Meter Flossenschwimmen. Dabei entwickelten sich beide Mannschaften für den gastgebenden Tauchclub Nemo Plauen zu der erfolgreichsten der zurückliegenden Jahre. Die Vogtländer holten 46 Meistertitel, 34 zweite sowie 10 dritte Plätze. Damit verwiesen sie die Mannschaften aus Dresden und Chemnitz mit großem Abstand auf die Ränge. 4 der insgesamt 42 Nemo-Starter sind besonders hervorzuheben. Robert Golenia, Marius Waletzko, Antonia Zimmer sowie Julia Proschaska trugen den Löwenanteil zu diesem Erfolg bei. Egal auf welcher Strecke die vier ins Wasser sprangen, ein Podestplatz war ihnen gewiss. Proschaska, Zimmer und Waletzko warteten dabei mit Bestzeiten auf. In den Staffelwettbewerben, zu denen der TC Nemo gleich 13 Mannschaften an den Start schickte, ähnelte sich das Bild zu den Einzeldisziplinen. Zu den Siegern zählten hier die 4x100-Meter-Besetzung mit Julia Schaufel, Pia Lorenz, Tina Klemet und Antonia Neumann. Nun laufen die Vorbereitungen auf die Wettbewerbe, in denen es unter anderem auch um Weltcup-Medaillen geht.